This is called Braille Screen wir Input. Wir gucken Haut, Blind, People, Text on their phones. Von Daily Dose auf Internet. Let's go. And it makes it possible for someone who is blind to text on their phone. A combination of the numbers on the screen creates different characters. Oh, feel. Das muss doch, wie das. Der klickt doch da nicht auf die Nummern, es gibt doch nicht nur 6 Buchstaben, wie klickt der denn da auf die? Verstehe ich gar nicht, egal. Aha. Autsch. Das arme Tier. Und die anderen. Einfach von alle reingerannt. Wir haben absolutes Chaos hier. Können wir es nochmal sehen? Das arme Tier, was ich da. Das hat mir jetzt leid getan, wie das Tier sich hier gestoßen hat. Und dann hier die anderen sind reingerannt. Au. Das wollte durch. Ist da irgendwas, was die nicht erkennen? Irgendwie, das ist. Weil das erste wollte ja direkt, das wollte ja weiter, das wollte ja. Es ist ja mit voller Geschwindigkeit. Es hat nicht abgebremst, das wollte durch. Ist da irgendwie eine Glasscheibe oder so? Das sieht aus wie ein Metallcarport oder so. Sieht aus wie Metall. Es klang auch wie Metall, wie so Blech, wo das Tier gegengelaufen ist. Ist das irgendwas, was die nicht wahrnehmen können, irgendwie, was die da. Und denken, dann geht's weiter, oder es ist ja wirklich mit Karacho, das hat ja, wir haben es hier gesehen, das hat ja nicht gestoppt, es ist ja wirklich hier, also da ist es schon, hier, man, das läuft ja, das bremst ja nicht, und doch, ich glaube, kurz vorher bremst es, aber viel zu spät, das muss doch irgendwo, das muss irgendwas sein, was es nicht gesehen hat. Und das rät einfach ein schlechtes Reaktionsvermögen. Oh nein, das kenne ich schon. Deshalb sind auf den Brücken diese Stacheln drauf, damit die Leute da nicht drauf fahren, damit das nicht nachgemacht wird. Macht das auch nicht zu Hause nach. Der fährt hier gerade drüber, das ist halt einmal über die Brücke drüber, das ist halt. Da kannst du halt wirklich, wenn du nur ein klein, das ist so schmal, das Ding, wenn du da einen Fehler machst und da wirklich da abrutscht, da fällst du in den Fluss und bist tot. Es ist wirklich nicht witzig. Eigentlich nicht. Es ist nicht mal, oh nö, es ist, ich krieg schon Höhenangst, ich krieg schon Angst vom Zuschauen, dass dem was passiert und dass der runterfällt. Es ist, nein. Mach das nicht, ist ganz schlecht, ist nicht schön, ist nicht toll. Ist natürlich beeindruckend, dass er es schafft, nicht runterzufallen, aber da kann man nicht zu sagen, dass das schön ist. Macht das nicht. Auch nicht, wenn er es könnt. Ich meine, der kann noch so ein guter Spitzensportler sein. Der Mensch macht Fehler, das kann selbst dem passieren. Ich meine, ich weiß nicht, wer der ist, aber es kann sein, dass der Olympia-Fahrradsportler ist, aber auch dem kann es passieren, dass irgendwie, es muss nicht mal an ihm liegen, dass er nicht richtig fahren kann, sondern da muss nur irgendwie oben eine Taube drauf gekackt haben und dann kommt das Fahrrad in Schlingern irgendwie, weil es irgendwie, irgendwas und oben, das ist keine befahrene Strecke, die Brücke, da muss irgendwas mal glatt sein oder so, irgendwas uneben sein, wo er dann über den Hucke fährt und das ist halt, das muss nicht mal an ihm liegen, das ist halt auch irgendwie, hops liegt da im Fluss dran. Mit seinem Fahrrad. Und bricht sich auf dem Weg noch ein Bein und so. Wenn er am Gelände aufkommt und da unscharf. This YouTuber wanted to see if you could cook meat by slapping it. Gut, aufkommt. And we're off! Yes, we have an increase in temperature. 9 degrees C. Let's go! Und was macht er dort? Yo! 60 degrees! 60 degrees! We got the
Was zum Henker? It's cooked! Past that, it actually tastes pretty good. Was? I can't believe it. Ach so, er hat das Steak warm gestampft. Er hat das Steak durch draufhauen gekocht. Oder was? Ist ja der Hammer. David. Die haut doch gleich ihrem Bruder eine rein, oder? Here's a timelapse video. Nö. Das hätte ich jetzt gedacht bei dem. Er kocht Fleisch durch Klopfen. Cooler Typ. Dem folge ich schon länger. Interessant. Video over the span of 20 years showing how these stars are orbiting around a black hole. Aha, ein schwarzes Loch. Schön, dass eine verkaufte Tasse noch einen Schluck Kaffee nehmen. This is a carnivorous plant. So these people gave the plant a piece of mozzarella cheese because it won't have any problems digesting it. This is how an architect draws a city from a one-point perspective. Faszinierend. Hundi. A photographer found a rare yellow cardinal sitting on a fence. Yellow cardinals are so rare that the odds of seeing one are 1 in a million. Ein Vogel. Der sieht hübsch aus. Der sieht hübsch aus, der Vogel. Muss man ja mal an. Hab Kaffee im Gesicht. I wanted to quickly let everyone know. Oh, merch. Daily Dose of Internet merch. Interessant. That I opened up a store for people to buy Daily Dose merchandise. 100% of the profits will go towards teaching homeless people skills that will help them find a job. Auch noch an Obdach. 100% der Einnahmen an obdachlose Menschen. Das ist super. Merchandise will ship worldwide, and the link to the store is in the description below. That's the end of this video. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Ich weiß nicht, wer das haben will, Daily Dose of Internet Merch, aber ja. Er macht's, ich mach's. Das ist dann, er spendet sogar, das ist halt wirklich. Hab auch Merch, da krieg ich kein Geld von, das ist halt. Hab's extra so gemacht, dass ich nichts verdiene. Das ist halt, ja. Ja, nicht der Rede wert. Ja, was aber der Rede wert ist, ist dieser Kanal. Da mich nach oben Abo da lassen. Bei Daily Dose auf Internet. Kann man auch machen. Kann man schon mal Daily Dose auf Internet abonnieren. Dann kriegt man da Daily Dose auf Internet. Kriegt man täglich eine Dosis Internet. Man glaubt's kaum. Kann man schon mal da mich nach oben geben. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. A sheep was lost and then recently found again after a few years. Das ist ein breites Schaf. Es wurde gar nicht rasiert. Das ist ja geil. Das ist hier Schafswolle, das genau so sieht das aus. Wir hatten Stricken in der Schule und sollten mit echter Schafswolle stricken. Oder weben oder so irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube Stricken war es, die wurden dann verarbeitet und dann, da hatten wir direkt, wir hatten direkt zur, da waren ja Waldorfschule, das ist ja kein Geheimnis, ich war auf einer Waldorfschule, wir hatten sogar Schafe auf dem Gelände, die wurden dafür geschert und dann sollten wir die Schafsohle verarbeiten und dann damit dann das verarbeitet, könnt ihr euch vorstellen, wie Schafswolle stinkt. Das stinkt, nicht nur weil sie ungewaschen ist, nicht nur weil sie stinkt, auch nur nachdem sie, wir mussten sie dann auch waschen. Die Schafswolle stinkt nicht nur weil sie ungewaschen ist, die stinkt auch im gewaschenen Zustand noch. Das ist halt einfach, uff, es ist halt einfach,
Ich glaube, die, wenn du die dann speziell behandelst und die dann zum Verkauf verkaufst, ist das noch anders. Aber wenn du die wirklich direkt vom Schaf kommt, das ist, der Gestank lässt sich da auch nicht rauswaschen. Ist halt wirklich, Schafswolle stinkt echt bestialisch. Es hat auch so einen eigenen Gestank vom Schaf. Since the sheep went years without being sheared, it became almost impossible to survive. Und nicht geschert. Es ist ja After getting all dickes Fell fürs Winter. Für den Winter. Ja. Im Sommer ist es heiß, aber im Winter dickes Fell. the wool sheared off, the sheep was much happier. Das sieht auf einmal viel schmaler aus. Aber braucht erstmal eine Jacke, damit es, natürlich, das ist, braucht erstmal eine dicke Jacke, damit es sich abgewöhnt von dem, also komplett sofort, das wird da frieren, das, wenn das sofort ohne Fell ist, wird es bestimmt da frieren, wenn das jetzt hier ohne rumläuft, deshalb hat sie nur eine Jacke an. Ach, das kenne ich. Ja, sie wieder. Alles gut. Münzenwurfkatze. Ah, yeah. Und was macht er hier? This person is a Mann. school textbook from 1915. A student wrote Wer? on the first page, look on page 100. Aha, was ist auf Page When you go to 100? page 100, at the top it says, you are a fool for looking. So we all just got pranked by a 12-year-old from over 100 years ago. Was geprankt? Von einem über 100 Jahre alten. Interessant. Nein. A starfish approached the sea anemone and was trying to eat it. The Was sea war anemone das? has a defense mechanism that Ich helps to dachte, da escape from passiert, ich dachte, predators. da passiert noch was bei dem. Es, wenn das abgezogen wird, dass irgendwie der Part festklebt und so weiter. Das ist so, ach, weiter. Mit dem Text. Ui. Eine tanzende Koralle. Hier Spaß. Die Koralle. Charlie. Eichhörnchen. Das ist putzig, wie das, das immer so fast wie Hamster, wie die sich das immer reindrücken und dann. Da gibt es auch Videos hier mit Karotten drin, wo sie das ist so eine ganze Karotte. Und dann hier damit abhauen. This guy wanted to make his own life-size Lego helmet. Klemmbausteine, Klemmbausteine. Schon für ihr Verklage ist raus. Nee, es war ja wirklich Lego. Das ist. Aber das ist kein Lego, das hat er nachgebaut. Das hat er wie Lego nachgebaut. Das Klage ist raus. Das darf er nicht. Klage ist raus. Das ist Merchandising von Lego, das darf er nicht machen. Das wird verklagt. Das ist das bis zum Ruin. Katze. High five. Almost all planes that fly from the United States to Europe travel on the same path together. The reason why is because there is a natural jet stream that pushes the planes to a higher speed, saving both time and money. Interessant. Das sieht wirklich toll aus auf dieser Grafik. Here's a very round seal. Oh man. Fisch. Nee. See. That's the end of this video. Dings. I really See. hope you enjoyed. Seelöwe. Seelöwe oder See. Hund. Keine Ahnung, je nachdem. And I'll see you guys again very, very soon. Zählt Later. nichts zu den Fischen. Ja. Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren.
auf meinem Kanal vorbeischauen, auf Twitch vorbeischauen. Ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja. Ja.